SDI, Shimano Schalthebel, Sperrklinke. Wenn sich diese Sperrklinke nicht bewegt, kann der Schalthebel nicht schalten, nicht funktionieren. Drei Gang links Schalthebel von Shimano. Da ist die Spannschraube, die Verkleidung runternehmen, den Hebel abmontieren und dann diese Sperrklinke bewegen und auch diese Sperrklinke bewegen und das reinigen und fetten. Dann wird auch der Schalthebel dann wieder funktionieren. Reparatur, Reinigung und Instandsetzung des dreifachen Shimano SDI Shimano Schalthebel. Das Seil ist da drinnen, ja. Und so funktioniert dann der Schalthebel in der Funktion. Radsport Betermann Schalthebel Reinigung, Instandsetzung, Reparatur.